Wenn der Terror nicht bald aufhört, dreht ihr neuer Freund noch völlig durch. Ja, wahrscheinlich. Zumal der auch gerade unbeschriebenes Blatt ist. Hier, eine Vorstrafe wegen Körperverletzung. Deswegen genau? Ja, eine Kneipenschlägerei. Jedenfalls hätte der keine Probleme damit, den Ex zusammenzuschlagen. Ja, aber wir haben ja in Ihrer Wohnung keine eindeutigen Täterspuren gefunden. Nur die Einbruchsspuren am Schloss. Ja, der ist vorsichtig, der Ex. Hoffentlich bringt die Obduktion des Hundes was. Ja, wenn der wirklich vergiftet wurde, dann knöpfen wir uns den Ex-Mann mal vor. Ich habe einen Beweis. Gegen ihn wäre das noch lange nicht. Ja, trotzdem. Ich bin mir sicher, dass er es wäre, der in die Wohnung eingebrochen ist. Alex, ist etwas Schlimmes passiert? Ja, alles klar, bis gleich. Der Doc ist unterwegs. Habt ihr Fingerabdrücke gefunden? Sieht schlecht aus. Aber der Freund hat den Täter gesehen. Wo ist der Freund denn? Nebenan, im Wohnzimmer. Können Sie uns denn sagen, was passiert ist? Ich war nur kurz weg. Vielleicht eine halbe Stunde oder so. Und als ich zurückkam, stand die Wohnungstür offen. Und Anke hat geschrien. Bin sofort reingerannt. Verdammtes Dreckstück! Hey! Nee, lass sie los! Dann stehen sie auf dir. Ganz ruhig! Mal bleib stehen, hab ich dir gesagt. Wir können über alles reden, ja? Aber wir beide, mein Schatz. Ich liebe dich. Nein! Er hat dir einfach die Kehle durchgeschnitten. Ich konnte einfach nichts dagegen unternehmen. Dann ist er abgehauen. Ja. Mal bitte. Du glaubst ihm nicht. Ich weiß nicht. Der Ex muss ja total ausgeflippt sein, aber bis jetzt ist er immer völlig planmäßig vorgegangen. Denkst du, er hat sich die Geschichte nur ausgedacht? Keine Ahnung. Wir fahren jetzt erstmal zur Arbeitsstelle des Ex. Und dann reden wir mit ihm. Der ist gerade erst gekommen. Fast eine Stunde zu spät. Das wäre eigentlich sein Arbeitsfahrzeug gewesen. Aha. Hat er was ausgefressen? Ja, das würden wir ganz gerne mit ihm selbst besprechen. Ah ja, da kommt er sowieso. Könnten Sie uns alleine lassen, kurz? Ja, okay. Hallo. Was wollen Sie denn hier? Herr Heilmann, Sie stehen im dringenden Tatverdacht, Ihre Ex-Frau umgebracht zu haben. Hey, schön hier geblieben. Ganz. Verdammt, lassen Sie mich los! Was wollen Sie von mir? Ich habe meine Ex-Frau nicht umgebracht. Ja? Wieso laufen Sie dann weg? Weil Sie mir doch eh nicht glauben werden. Warum sind Sie zu spät zur Arbeit erschienen? Wo waren Sie? Ich war zu Hause. Ich glaube Ihnen tatsächlich nicht. Jetzt geben Sie zu, Sie haben Ihre Ex-Frau umgebracht. Nein, verdammt, sie hat mich heute Morgen angerufen. Sie wollte ihren neuen Typen in den Wind schießen und wollte zu mir zurückkommen. So ein Schwachsinn. Nein, verdammt, sie hat gesagt, sie will mich heute Morgen besuchen. Ich habe die ganze Zeit auf sie gewartet, aber sie ist nicht aufgetaucht. Und deswegen bin ich auch zu spät zur Arbeit gekommen. Ich habe wirklich nichts gemacht, das können Sie mir glauben. Natürlich nicht. Eingebrochen sind Sie bei ihr auch nicht, oder? Sie kommen jetzt erstmal mit. Los, Abmarsch. Den Einbruch hat er zugegeben. Dass er den Hund vergiftet hat, auch. Ja, und? Er will die Frau aber nicht umgebracht haben. Gut, wir haben keine Spuren von ihm gefunden, aber wir haben die Aussage des Freundes, das reicht. Hier sind die Fotos vom Tatort. Zeig mal. Irgendwie das Gefühl, wir haben was übersehen.
Sag mal, der Freund der Toten ist doch noch hier. Mhm. Der unterschreibt doch noch die Vernehmung, oder? Ja. Ich kaufe Ihnen die Geschichte nicht ab. Was meinen Sie? Hier. Der Schnitt am Hals Ihrer Freundin wurde mit der rechten Hand durchgeführt. Ganz eindeutig. Und das wird die Obduktion auch ergeben. Die rechte Hand Ihres Ex-Mannes ist verkrüppelt. Er kann es also gar nicht gewesen sein. Sie haben uns angelogen. Okay. Ich sag Ihnen, was passiert ist. Leid. So bringt das nichts. Du musst schon ein bisschen härter zuschlagen. Sonst nimmt uns das keiner ab. Es war Kerstins Idee. Sie meinte, nur so kriegen wir das Schwein wieder in den Knast. Wir wollten so tun, als wäre er eingebrochen. Und hätte Anke misshandelt. Dann hat sie ihren Ex-Mann angerufen. Und sich mit ihm verabredet. Dann war er zu Hause und hat vergeblich auf sie gewartet. Und somit hatte er auch kein Alibi für die Tatzeit. Na und? Dieses Schwein hat's doch nicht anders verdient, oder? Sag mal, willst du denn, dass er dich ein Leben lang tyrannisiert? Nein. Bist du verrückt? Es muss schon wie ein echter Mordversuch aussehen. Dann geht das Schwein für immer in den Baum. Ich weiß nicht. Nur ein kleiner Schnitt. Du rufst die Polizei und den Krankenwagen und ehe die da sind, bin ich schon längst wieder weg. Und wenn ihr zwei die Geschichte richtig gut zusammen erzählt, dann kann doch nichts mehr schiefgehen. Sie hat einfach nicht aufgehört zu bluten. Sie war tot, bevor der Krankenwagen da war. Ja, natürlich. Ihre Halsschlagader wurde durchtrennt. Es war ein Unfall. Das müssen Sie mir glauben. Es war ein Unfall. Wie kann so ein kleiner Schnitt tödlich sein? Ja, hier. Die Arteria carotis wurde durchtrennt. Sie hat dann sehr schnell sehr viel Blut verloren. Da war nichts mehr zu machen. Die Frau war panisch vor Angst. Deshalb hat sie sich auch bestimmt auf diesen verrückten Plan eingelassen. Tja, der sie dann das Leben gekostet hat. Aber warum musste es unbedingt ein Schnitt am Hals sein, um den Mordversuch vorzutäuschen? Tja, zumal erst der zweite Schnitt tödlich war. Wie der zweite? Ne, es gibt zwei Schnitte. Es ist sehr schwer zu erkennen, aber es ist schon deutlich. Hier. Ja, zweiter Schnitt. Man sieht es auch hier auf dem Monitor. Hier der untere Schnitt. Da hat das Messer erst die Halsschlagader durchtrennt. Der Freund hat nichts von einem zweiten Schnitt gesagt. Hallo, Frau Schwab. Ich kann mir schon denken, warum Sie hier sind. Ach, wirklich? Eins müssen Sie mir glauben. Es war wirklich, ich wollte nur helfen. Genau das glauben wir Ihnen nicht. Doch sicher, das war nur ein dummer Unfall. Wohl kaum. Ich sag Ihnen jetzt mal, was abgelaufen ist. Geht schon. Na los, ruf einen Krankenwagen! Keine Angst, es wird alles gut. Sie und Thorsten Krug waren ein Paar. Sie wollten ihn zurückgewinnen, um jeden Preis. Sie waren sogar bereit, seine neue Freundin umzubringen. Solange er im Raum war, gab es nur einen Schnitt, das stimmt. Aber der war nicht tödlich. Doch dann haben Sie der Frau einen zweiten Schnitt zugefügt. Und das war sicherlich kein Unfall. Die war einfach nicht gut für ihn. Dieses dumme kleine Mäuschen. Der brauchte eine richtige Frau. Sie sind vorläufig festgenommen. Kommen Sie. Kommen Sie mit. Kerstin Schwab wurde wegen Mordes und falscher Verdächtigung zu lebenslanger Haft verurteilt.
Thorsten Krug wurde wegen falscher Verdächtigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.400 Euro verurteilt. Markus Heilmann wurde wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Hausfriedensbruchs zu 3 Monaten Haft verurteilt.